Ja. Ja. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was wir noch nicht probiert haben, wäre, dass wir nur die drei werde hier oben auf der Orgel irgendwie ansteuern. Das wäre noch so eine Möglichkeit. Das wäre quasi eins. Eins, vier. Eins, vier und vertikal. Schauen wir mal, ob das vielleicht was tut. Eins. Ne, wo war vier jetzt wieder? Das ist vertikal. Dann haben wir noch die vier. Die vier, war die hier unten? Ah, sie. Da tut sich nichts. Ja nicht. Oder muss ich es doch anders lesen? Ich meine, jetzt könnte man natürlich auch spekulieren, dass das, was jetzt hier das ist. Also quasi horizontal. Eins. Und zwei. Ups. Horizontal 1 und 2. Und das wieder zu. So, jetzt brauchen wir noch horizontal. Funktioniert dieser Mechanismus? Ich habe keine Ahnung. Horizontal. Eins und. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so um Ecken gedacht.
Warte mal, warum ist das noch offen hier? Das wollte ich doch, glaube ich, zuhaben, oder? Oh, hoppla. Hallo. Okay, das Spiel sogar der Controller zurück, den ich angeschlossen habe, aber nicht zum Spielen verwendet. Den schalte ich mal ganz kurz, das hier. Steuerung. Controller Vibration aus. So. Okay. Extrem unintuitiv. Extrem unintuitiv. Ich bin in sowas echt nicht gut. Was habe ich denn jetzt hier gefunden? Was ist das? Ein Schalter? Das mit dem Controller Rumble ausschalten hat noch nicht funktioniert, wie es ausschaut. Was haben wir denn hier gefunden? My dear old pal, I think I'm getting closer to understanding what is happening to you, but it is taking a toll on my sanity. As fascinating as this island and its ancient and unfathomable wonders may seem, it's also a place plagued with misfortune and calamities. We lost Roy at the campsite. We almost lost our engineer on this beach. The doctor went mad and stabbed him with a strange knife. And all because of this island, Nora. Initially, we were optimistic and in high spirits, but now we've all become resentful and discouraged. Even I can feel how I am constantly assaulted by dark thoughts. Anyway, if what I am going through here helps me find your cure, it'll have been worth it. I hope to find an answer in the temple on that mountain peak. Love you always, Harry. He is worried, exhausted, disheartened. I will find you, my love. Let's see what the next one does. Ja, immer gut, einfach mal rumzumachen, ja? Ja, wir bauen gerade mal die halbe Insel um, würde ich sagen. Haben wir noch was übersehen? Ja. Du liebes bisschen. Ich bin nicht sicher, warum, aber ich fühle nicht, dass diese Insel ist dangerous. Vielleicht ist es, weil ich nicht so viel Zeit hier wie Harry did. Also besser hätte Tine Wittler das auch nicht hinbekommen. Einsatz auf vier Inseln. Bin ich hier richtig? Ich vermute jetzt einfach mal. Es wird düster. Das sieht aus, als hätten wir etwas geschafft. Puh, that was quite a hike. Ja, und damit ein herzliches Willkommen in Kapitel 4 bei Alles frisch verkommentiert und Call of the Sea.
Nach dem letzten Rätsel hoffe ich mal, dass es jetzt erstmal wieder etwas gemächlicher zur Sache geht. Denn das, was das Spiel von mir gewollt hat beim letzten Rätsel, das war wirklich zu viel zu meinem Verstand. So, eilen wir nach oben. I'm at the top of the mountain. I can see that giant diamond-shaped thing really close from here. Und da bin ich mal gespannt, was das hier zu sagen hat. Was sind noch mehr von diesen Hufeisen? Oh. Took me a while to get here, but the views are worth it. All this? Just with pieces from the beached ship. Frank sure must be a real whiz. Wir schauen mal hoch. Gucken mal, ob wir da irgendwas tun können. No power. Ach nö, schon wieder ein Stromrätsel. Echt jetzt da? Das hatten wir doch schon in Akt 3. His low spirits are obvious in this photo. What was wrong with Frank? He looks so thin. They built loudspeakers on top of this tower to reproduce the effect of the organ. Very clever, old pal. Oi, oi, oi. Nicole? So, this is like Atlantis, but in the Pacific Ocean, right? Der Legende nach versank der Kontinent Mu vor tausenden von Jahren im Pazifik. Seine vielen massiven, meist ungleichmäßig geformten Steinstrukturen bildeten einen starken Kontrast zu einzelnen Strukturen in rauer Form, die an ähnliche Symbole wie den Rhombus oder den hinduistischen Lakshmi-Stern erinnerten. Doch Experten glauben, dass der Rhombus in dem besonderen Fall der Nazca-Struktur weder Fruchtbarkeit noch Wohlstand symbolisiert, sondern vielmehr ein Zeichen für die Veränderung und Entwicklung ist. Okay. Harry is convinced the answer to my illness lies inside that temple. Schwarze Schleim und Notausgang kann ich. Muss die Tür aufbekommen. Ich muss die Schiffsturbinen und andere Teile des Schiffs benutzen, damit es funktioniert. Mal sehen, ob wir es schaffen, mit den wenigen Materialien, die ich habe, alles mit Strom zu versorgen. Ja. Ich glaube, wir machen uns wieder auf der Suche nach Strom. Also, immer der Nase nach oder besser gesagt dem Kabel. Oh. Oh no. Frank died. I'm so sorry. He was such a talented man. And he seemed to be a good friend of Harry's. Und was haben wir hier? They built a turbine to generate electricity under the falling water. But the stream isn't close enough to the wheel. These levers connect those gears to direct the wheel's energy into the turbine. Ja, wunderbar. Gleich das nächste Rätsel. Okay, das funktioniert wohl erst, wenn wir hier da irgendwie Spannung oder so drauf haben. A Bible. It must have belonged to Frank. He thought it was a flesh wound, but it kept getting worse. Ich habe versucht, die Wunde zu versorgen, die David mir beigebracht hat. Was ich auch tue, sie sieht immer noch entzündet aus. Ich fühle mich jeden Tag schlechter. Oh oh.
Das sieht doch ungesund aus. Rags. So. Dann machen wir uns, glaube ich, mal auf. Und suchen hier mal irgendwie noch nach Hinweisen. Für dieses Rätsel. There are some sort of sound devices built around this amphitheater. Homemade loudspeakers. Probably to amplify the sound. Aha, aha. Das sieht aus wie Sklavenhaltung hier. Oh Mann, ich sehe schon. Das wird für das nächste Rätsel wieder irgendwie wichtig werden. Something wrong, Harry. The ground is shaking. No, no. No, 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 our tech. I told you it was off. You damn fool. You're going to kill them all. Turn it off, turn it off. Und weil das so gut funktioniert hat, machen wir das Ganze jetzt auch nochmal nach. So I guess you used the notes from the organ and they weren't the right ones. Ich bin so dumm, so ein arroganter Idiot. Diese Ezra hätte uns alle umbringen können. Und das alles nur wegen meiner Sturheit. Boah. Hochmut kommt vor dem Fall. Aber schon witzig, was man hier aus so einem Schiff alles ausschlachten und als Lautsprecher verwenden kann. Geht das hier noch irgendwo weiter? Hier unten geht's noch weiter. Oder ist das... Hier kamen wir ja her, ne? Hier kamen wir her und sind einmal quasi im Kreis. Moment, da haben wir noch die... Are these figures singing like a choir? Ja. These drops of rain are so refreshing. Feels really good. Na, hier oben war ich noch gar nicht, ne? So, da komme ich nicht hoch. Die kleine Stufe ist zu viel dann. Von diesen Skulpturteilen habe ich aber auch nur 3 und es müssten wahrscheinlich 4 sein. Die Frage ist, wo ist denn Nummer 4? I'm really sorry about Frank. Harry doesn't have many friends. When you finally do get to know him, he's so witty, so funny. A loving person. But it takes a lot for him to open up. 1, 2, 3. Aber diese Zeichnungen sehen so aus, als wenn das 4 sein müssten. Also bei dem Sklaven hier auch ist da nochmal so eine 4. Oder halt ein Symbol drüber und es sind ja 4 Figuren.
Wahrscheinlich wäre das Wichtigste jetzt aber erstmal hier diesen Strom zum Laufen zu bekommen. Nur wie? Oh je. Moment mal. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder irgendwie gucken, wie die Zahnräder ineinander greifen, oder? Gibt's hier irgendwelche Hinweise? Was ist? Ich bin kein Ingenieur. Was soll ich damit jetzt tun? Man muss die Zahnräder. Ach, Moment mal. Zahnräder. Ah ja, schön, dass ich hier durch kann. Also die greifen. Es sieht aber nichts. Aber es sieht halt gar nichts, ne? Ah ja, okay. So kann ich's durchgreifen. So, und was macht es dann, wenn ich's durchgreife? Okay, dann wird's hier hinten eingerastet werden. So, also. Fangen wir mal so an. Vielleicht muss ich das Reihe nach machen, von links nach rechts. Ja, Oder muss ich es erst so rum? Das ist erst vom Wasser her. Auch nicht. Also, mal ganz logisch überlegt hier. Dieses Wasserrad müsste ja zuallererst einmal in irgendeiner Form in diesen Wasserstrahl oder ins Wasser auf jeden Fall, damit es angetrieben wird. So, dann würde sich ja mal das große Zahnrad hier drehen. So, und dann wäre es aber ja eigentlich schon ganz geil, wenn die anderen Zahnräder schon in Position wären. Oder sehe ich das falsch? Oder muss ich die dann so ein bisschen wie ein Getriebe quasi nach und nach reinstecken dann? Ich weiß nicht. Und solange ich hier keinen Strom habe. Oder, naja gut, die Dinger hier oben. Die funktionieren aber auch mit Strom, glaube ich, ne? Ja, Moment mal, das ist Nummer 4. Das wird jetzt. Ach, Moment mal, die Dinger dann machen irgendwie das. Die steuern irgendwie das Wasser hier. Kann das sein? Oh, die steuern irgendwie das Wasser. So, was haben wir denn hier oben für ein Muster? Oh, weh, oh, weh, oh, weh.
Also gut, hier muss dieses rechts ausgefüllte sein. Das wäre oben. Das wäre oben. So. Hier haben wir das Auge. Das ist, glaube ich, rechts dann, ne? Das müsste rechts sein. So, und dort hinten ist die Frage, was das jetzt ist. Das ist, das hat so eine horizontale Linie drin. Mal gucken. Die horizontale Linie müsste... Das ist die horizontale... Unten. Okay, also unten. Dann drücken wir mal unten und schauen mal, ob das irgendwie das Wasser verändert. Das Wasser verändert? Nö, irgendwie nicht. Ach Leute. Ach Leute. Oder muss ich das noch der Reihenfolge machen? Aber da fehlt doch wieder was. Eins fehlt doch noch. Das sind doch vier Symbole. Was ist denn da? Da ist ja auch noch was. There's a symbol inside. Ups. Homemade loudspeakers. Probably to amplify the sound. Hm. Hier sind auch vier Symbole. Das sind die, die hinten bei dem Wasserfall-Dings da sind. Aber es fehlt ja noch ein Symbol. Was ist denn hier das Vierte? Heavens, looks like a rock slide crushed all the tents. All torn picture. Maybe the Polynesian guide didn't like people taking pictures of his scar. The only tent that came out of the rock slide in one piece is the one filled with amulets. Oh, I'm sorry, but art has never been your thing, old pal. Ach je. So, da ist auch keiner mehr übrig. Mr. Franklin Dryden Jr., 12 Grand Street, Mount Bayou, Mississippi. Sehr geehrtes Mr. Dryden, wir bestätigen hiermit den Erhalt Ihres Briefes vom 30. Juli, in dem Sie sich für einen Platz an unserer Ingenieurschule bewerben. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir keine farbigen Personen für das Studium zulassen dürfen. Es tut mir leid, Ihnen nicht helfen zu können. Hochachtungsvoll, John R. Bedford, Direktor für Studienzulassungen. They didn't accept Frank in the university. They should be ashamed. Da ist das Vierte. Da ist das Vierte. Das müsste dann links sein. These stone columns just vibrate. Amazing. The hatches are opening.
Yay! Habe ich da mal wieder ein Rätsel gelöst. Und das ohne hier eine ganze Stunde nachdenken zu müssen. Ich, alter Fuchs, ich...